Stage 2 für Harley Davidson scheint ja in aller Munde zu sein. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, wie meine ersten Eindrücke sind, seitdem ich das Stage 2 Upgrade gemacht habe. Und es gab sehr, sehr viele Fragen zu diesem Stage 2 Upgrade. Und ich möchte halt in diesem Zusammenhang jetzt nochmal ein Follow-up-Video machen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Für alle neuen Zuschauer, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den Kanal jetzt gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall gar kein Video mehr, wenn es um Harley-Content geht und auch um die Lowrider S. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Mein Stage 2 Video hat sehr viele Fragen aufgeworfen. Ich wollte eigentlich jetzt in diesem Zusammenhang jetzt einfach mal ein Video erstellen, wo ihr alle die Möglichkeit habt, jetzt die Fragen zu stellen in den Kommentaren. Die könnt ihr gerne unten reinschreiben. Und dann werde ich noch ein Follow-up-Video machen zu diesem Video, wo ich wirklich auf jede einzelne Frage von euch eingehen werde. Also es gab Fragen, wie ist der Sound im Leerlauf? Wie ist der Kaltstart? Wie ist der Sound im Warmstart? Was für dB-Zahlen haben wir? Ist der Motor lauter geworden? Ist er gleich geblieben? Wie ist der Loop von dem Sound? Etc. pp. Also es gab so viele Fragen zu diesem Stage 2 Upgrade. Und ich bin sicher, es wird noch eine ganze Menge Fragen mehr geben. Und ich würde einfach vorschlagen, ihr packt alle eure Fragen in dieses Video rein, in die Kommentare. Abonniert natürlich dann auch anschließend den Kanal und dann werdet ihr das Follow-up-Video mit den ganzen Antworten auf eure Fragen auch nicht verpassen. Und dann werde ich wirklich auf jede einzelne Frage eingehen und euch diese Frage beantworten. Wie gesagt, nutzt die Chance, schreibt es unten in die Kommentare rein, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Follow-up-Video nicht verpasst. Ich freue mich auf eure Kommentare, macht's alle gut und ciao!